Hallo, hier ist das Team vom SupportNet und heute zeige ich euch ein Programm, mit dem ihr Videos in ein Motorola-Format konvertieren könnt. Das Programm stammt von FreeStudio DVD Videosoft. Warum das wichtig ist? Ganz einfach. Motorola kann wie die anderen Hersteller auch nicht jedes Format richtig abspielen. Daher kann es sein, wenn ihr irgendein Video kopiert, einfach auf das Gerät, dass es nicht abgespielt wird. Aus diesem Grund konvertieren wir jetzt einfach mal eins unserer Videos direkt in das Motorola-Format. Wir gehen auf Mobiltelefone und wählen hier gleich aus Free Video to Motorola. Nein, wir wollen jetzt keine Updates machen. Gut, jetzt wählen wir einfach unsere Datei aus. Wir wählen jetzt einfach mal eine MP4-Datei aus, eine von uns. Die wird uns hier oben angezeigt. Und wir können natürlich mehrere Dateien hier auswählen. Allerdings ist dabei zu beachten, dass die Dateien immer nur nacheinander konvertiert werden. Das heißt, möchten wir, dass das eine Video zuerst konvertiert wird, müssen wir es anhand der Pfeiltasten ganz nach oben packen. Gut, wir können natürlich auch wieder ein Video löschen, wenn wir das nicht mehr haben möchten. Den Ausgabenamen können wir auch ändern. Da können wir zum Beispiel irgendwelche Sachen im Namen ersetzen. Zum Beispiel Unterstriche, Punkte, Kommas und so weiter. Wird aber im Normalfall nicht gebraucht, weil wir den gleichen Namen benutzen wollen. Gut, die Tags sind wichtig, wenn ihr mehrere Videos auf eurem Gerät habt, dass ihr es einfach besser suchen könnt. Ihr könnt jetzt den Interpreten eingeben und dann nach Interpreten suchen. Das stellen wir jetzt natürlich nicht ein. Achso, dabei beachten, dass man einfach entweder das DVD-Videosoft rauslöscht. Gut, hier können wir noch den Speicherordner angeben, das heißt den Ausgabeordner, in dem das konvertierte Video abgespeichert wird. Wir können uns erstmal den anschauen, der hier schon vorgegeben ist. Da sehen wir schon ein paar Videos von uns drin. Oder wir sagen einfach, wir wählen einen anderen aus. Gut, dann wählen wir die Qualität, die ist natürlich ganz hoch. Und jetzt können wir uns aussuchen, für welches Motorola-Gerät. Wir können jetzt das Motorola Zoom nehmen, wo uns auch angezeigt wird, das wäre die höchste Auflösung. Hier gibt es natürlich noch andere Modelle. Und das eine Format wird auch für ein anderes Motorola-Format gehen, nur eben nicht optimal. Hier ist es genau für das Motorola Zoom angepasst. Dann schauen wir uns noch die Optionen an. Hier gibt es aber allerdings nur ein paar optische Verschönerungen, wie wir jetzt hier sehen können. Oder wir können die Sprache ändern, wir können auch sagen, dass nach Abschluss der Computer runtergefahren werden soll. Oder wir überprüfen hier nochmal auf Updates. Gut, das war's auch schon. Konvertierung starten und das war's. Viel Spaß beim Ausprobieren.